Na, da habe ich ja einen Bock geschossen. Ja, nicht nur, dass es Dienstag ist und die Folge dann heute kommt und ich jetzt wieder draußen stehe. Nein, ich habe auch vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ist allerdings nicht so viel passiert. Ich habe nur ein bisschen erzählt, ich werde das jetzt nicht wiederholen, auch wenn ich mir ein bisschen albern vor. Ich kann es dann nur trotzdem nochmal kurz zeigen. Man erkennt vielleicht so ein bisschen die Texturen. Die sehen so ein kleines bisschen anders aus. Hat damit zu tun, ich habe einfach mal alles geupdatet, was ich so installiert habe an Mods und Spielen und hast du nicht gesehen. Und da war eben unter anderem auch ein bisschen neue Texturen mit dabei. Bin mir noch nicht so ganz 100% sicher, ob das mir gefällt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Dann sieht man es im Inventar, ich war schon ein bisschen Minen gegangen. Und zwar brauche ich wieder Material. Ich habe so ein bisschen kein Zeug mehr. So. Dann habe ich hier die Ratten eingesammelt. Hab ein bisschen erzählt mit den Kronleuchtern. Da ist jetzt das Spiel geupdatet worden. Das heißt, da gibt's jetzt auch die Zwischenketten für. Hab das mal getestet, fand ich jetzt nicht so geil, deswegen habe ich es dann gelassen. Und bin jetzt eben quasi dabei, das einfach so auszubauen, wie es dann hier auch war. Zusätzlich habe ich hier mal dieses Loch ein bisschen schöner gemacht. So ganz fertig ist es noch nicht. Man sieht, es ist noch ein bisschen dunkel. Aber es gibt jetzt hier eine Treppe runter. Hab hier so kleine Sichtfensterchen eingebaut, dass man so ein bisschen reingucken kann hier in die Höhlen. Und hier unten muss man einmal im Kreis laufen. Da hat es leider nicht ganz hingehauen mit den Abständen von den Treppen. Aber man sieht's, man kommt dann hier unten raus in der Höhle. Ja, wie gesagt, ich habe hier so ein bisschen gefarmt schon und habe mir hier eine Stelle gesucht. Ich hoffe, ich finde die jetzt irgendwann wieder. Ich glaube, hier hinten war das, ne? Hab dann da so ein bisschen schon mal runtergegraben. Ein bisschen Mese suchen oder generell mal so ein bisschen Zeug suchen. Weil Ressourcen gehen so langsam echt zur Neige. Ich weiß nun leider gar nicht mehr, wo ich war. Irgendwo bin ich doch hier hoch. Dann würde ich da nämlich einfach... Nee, so war ich nicht. Dann würde ich da nämlich einfach gleich ein bisschen weiter bauen. Ein bisschen weiter farmen. War das hier? Nein. Irgendwo habe ich mir ein Loch im Boden gemacht, habe dann da quasi weitergesucht. Egal, hier geht's auch runter, dann fangen wir neu an. Ach, guck mal an. Zack. Na gut, dass ich den Weg nicht mehr gefunden habe. Die Steinmonster, die mit den roten Augen, sind so ein bisschen entschärft worden im Zuge eines Updates. Und den hier. Okay. What the... Ach so, das ist der... Ach, das ist so... Das ist die Rückwand, okay. Wollte gerade sagen, was ist das denn hier? Ja, das muss bleiben. Gut, dann bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen, auch schön. Also machen wir doch das, was ich vorhatte. Wir gehen einfach mal wieder ein bisschen tiefer. So. Ach, was soll's. Machen wir hier eine neue Öffnung. Und dann geht's einfach einmal ein bisschen abwärts. Ja. Top vorbereitet. Ohne Fackeln, ohne alles. Das kommt davon, wenn man die Aufnahme verkackt, würde ich sagen. Hat so schön angefangen. Ich habe mich dann erst gewundert. Eine Nuss läuft so gut und jetzt läuft es gerade irgendwie gar nicht gut. 10 FPS, 9, 10. Ach, das ist scheiße. Ich brauche einen neuen Rechner. Lief halt erst irgendwie so ein bisschen flüssiger. Da dachte ich mir, hey, da haut doch irgendwas nicht hin. Doch, ich mache jetzt mal hier ein paar Fackeln. Und, naja, gut. Hab dann gemerkt, verkackt. Aber es waren nur... Was waren es? 5 Minuten, 10 Minuten, also gar nicht viel gemacht. Aber halt trotzdem schön angefangen. Könnte am Energy Drink liegen, der hier neben mir steht. Da bin ich ein bisschen drauf umgestiegen jetzt inzwischen. Ist natürlich auch nicht gesund, aber scheißegal. Was hilft, hilft. Ja, oder wie heißt das so schön? So.
Moment. Ne, wisst ihr Bescheid. Also, Fackeln habe ich nun. So. Aber bei der Gelegenheit könnte ich vielleicht einmal kurz ein bisschen aufrüsten wieder. So. Gut. Hab, hab, hab. Der bleibt zum Glück bestehen, der Apfel, solange ich nicht verletzt bin. Hab auch nicht vor, mich zu verletzen. Ich kann mir eben ein paar neue Äpfel holen hier. Muss reichen. Ja, hier, das Loch besteht immer noch. Da habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, mich da mal vernünftig runter zu graben. Ich denke mal, ich werde das hier irgendwie mit anschließen, dass es hier nach oben geht oder so. Da muss ich mal gucken, wo ich da rauskomme. Oh. So ist schön. Zack. Jetzt finde ich natürlich die Stelle auch nicht wieder. Aber können wir ja eine dritte Stelle aufmachen. Das ist alles kein Problem hier. Das war doch hier hinten irgendwo, ne? War das hier? Ich glaube, hier bin ich zu Anfang durchgelaufen. Vielleicht finde ich ja mein erstes Loch wieder. Dann mache ich da weiter. Das nicht. War das das erste Loch? Ich glaube ja, ne? Kann das sein? Ja, das war das erste Loch. Aber man sieht's auch hier. Zack, 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 zack. So. Und hier habe ich dann gemerkt, huch, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Ja, dann machen wir hier doch mal weiter. Also Plan ist, Mese zu finden. Und den Plan werde ich unabbringbar verfolgen. Nein. Moment, was war das? Irgendwas hat da gezischt. Habt ihr doch auch gehört, ne? Also das Laufen war das nicht. Ratten klingen auch anders. Ja, diese Steinmonster klingen auch anders. Naja, gut. Wird sich zeigen, vielleicht begegnen wir eben noch. Die Steinmonster wurden ja so ein bisschen entschärft. Das heißt, sie sollten jetzt auch, ohne gleich irgendwie drauf zu gehen, dann auch mal besiegbar sein. Das wird sich spätestens dann zeigen, wenn ich einem gegenüberstehe. Da war doch schon wieder so ein Geräusch. Naja, gut. Ich meine, es könnte auch der Lüfter sein von meinem Rechner, von meinem Netzteil. Der ist so ein bisschen am Amoklaufen. Ich glaube, der fällt bald ab. Was ist denn hier? Ist da echt nur so ein Sinn? Schön. Ja, gut. Ich meine, so Wasserpools kann sich auch nicht jeder leisten, ne? Machen wir das hier mal zu und dann passt das. So, weiter geht's. Noch ein Wasserpool. Das ist hier. Ach, die hängen irgendwie zusammen, ne? Ja, machen wir den hier auch mal wieder zu. Ich hoffe ja dann doch nochmal irgendwie auf Lava zu stoßen, ich glaube. Lava ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wo sind wir denn aktuell? F5? Das war die Höhe, war hier der 91. Naja, gut. Minus 91, da ist noch ein bisschen was. Ich meine, runter geht's ja irgendwie, Oh.
Dahin. Also sie sagen wollte, runter geht's ja irgendwie bis minus 30.000, minus 31.000, irgendwie sowas. Oh oh. Ach du Scheiße, Hilfe! Ah. Alter, was ist das denn für ein Ding? Alter. Mach mich nicht fertig hier. Das ist irgend so eine 2D-Textur gewesen nur, ne? Dass ich hier möglichst schnell wieder hoch kann, wenn ich weg muss. Alter, hat das gerade was getötet? Oder ist einfach nur die Ratte gestorben? Da schwebt's. Da hinten, da kann man's erkennen. So ein bisschen, da hüpft es hoch. Da, 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 da. Nein, die Kampfmusik werde ich jetzt mal nicht einspielen. Also, das ist sowieso Giftwasser, das wird schon okay sein. Es ist mir hier zu eng. Dafür ist hier schon viel Eisen. Ich hole mir mal eben das Eisen. Wenn ich sterbe, dann muss ich es auch lohnen. So, du 2D-Ding. Oder habe ich Hallus und das war einfach nur der Schatten hier? Es darf man keinen zeigen, wie ich hier gerade vorm Rechner hänge. Oh. De, 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 de. De, de, de. Doch. Ne, es ist 3D, aber es sieht ein bisschen 2D aus durch den... Was bist du denn für... Oah! Hey, Freundchen! Entschuldigung, Alter. Entschuldigung, Mann. Tut mir leid. Das ist dein Revier hier. Ist okay, ist okay. Das darf auch dein Revier bleiben. Alter Schwede, ey. Was ist das für ein Monstrum? Komm mal her, Freundchen. Jetzt will ich dich doch nochmal angucken. Alter, ey. Heftige Scheiße. Ja, hier komme ich dann hoch. Das ist mir aber echt zu, ehrlich gesagt, bisschen sehr zu riskant. Ja, 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 chill mal. Nee, Freundchen. Ich mache hier mal kurz auch mal zu. Ja, und schaut mal. Nehmen wir mir den Zeigestock. Hier, ich habe nichts an Ausrüstung mit mir. Ich habe kein Schwert. Das werde ich wahrscheinlich brauchen für das Ding. Holzschwert, scheißegal. Ja gut, die Schaufel brauche ich erstmal nicht. Ich habe Inventar voller Zeug. Ich werde den Ort hier sowieso nie wiederfinden. Und jetzt hängt da auch so ein monsterfettes Viech, was mir irgendwelche Scheiße entgegenschießt. Dude, das ist nicht fair von dir. Ich habe keine Fernwaffe. Ja, da guckst du, ne? Ich kann ja die Distanz zwischen uns mal ein bisschen abbauen, wenn du willst. So. Ja, ja. Oh, ey, Freundchen. Nein, Entschuldigung, ist dein Revier hier, ich weiß. Alter, wenn der einmal trifft, bin ich hin. Dann bin ich so am Arsch, wenn das Ding trifft. Dude, ganz ehrlich. Wollen wir Freunde sein? Okay, kein... Alter! Chill mal, Digga, chill mal. Chill mal, Digga. Ich hab dir nichts getan. Alter. Ich hab dir nichts getan, mein Freund. Nee, weißt du, ich merke mir die Stelle mal. Aber da ich die Koordinaten, die kann ich mir nachher mal rauskopieren. Nee,
Nein. Nein. Nein, 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 nein. Muss nicht sein, muss nicht sein. Ich baue lieber. Mein Test ist ja auch ein Spiel für kreative Leute und mit Haus bauen und hier so ein bisschen schön einrichten. Und wenn das nicht so huckeln würde, wird das auch total toll aussehen. Und hier Material brennen und guck mal hier, ich habe schon ganz viel gesammelt hier und mit dem ganzen Eisen, da kriege ich 1000 Kronenleuchter, das reicht garantiert. Was ist das hier eigentlich? Kupfer, okay. Eine Goldmünze habe ich auch noch. Und ich habe so viel Zeug und überhaupt, das ist alles so toll. Und ich kann Stein wegschmeißen und solange ich gegen dieses Ding da kämpfen muss, Alter, da schießt das auf mich. Das ist, nein. Nein. Erstmal einen Schluck Energy Drink. Nicht den mit dem Bullen, sondern den anderen. Nein, den anderen. Genau den meine ich. Nein. Wieso gibt's da solche Sachen? Ich könnte ja spaßeshalber mal probieren, ob man sich da nicht so faden und so ist nicht, ne? Ach, scheiße. Da könnte ich mir wahrscheinlich auch irgendwie einen Bogen bauen oder sowas. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ich guck das mal eben nach. Eisen brennt noch. Bow. So. Ja. Ach, die sehen ja hübsch aus. Die sind wahrscheinlich dann auch alle so unterschiedlich geil stark. Es wird vom Zeug her identisch sein. Ja, siehst du, ich brauche da Baumwolle für und die habe ich nicht. Beziehungsweise. Unknown Item. Was war das? Ach, das war wahrscheinlich irgendwie eine Druckplatte, die jetzt rausgeflogen ist, weil es den Mesomod nicht mehr gibt. Weil der Mesokonsmod nicht mehr gibt. So. Ich habe hier noch Kisten, die Ratte kommt mit nach draußen. Ihr merkt, ich lasse die Viecher sein da unten. So. Jetzt müsste es gebrannt sein. Das sah aber auch aus, das Viech, ey. Also. Nein, nein, nein. Hab ja schon mal gesagt, ich stehe nicht so auf Mobs. Und auf Möpse wahrscheinlich schon, aber. Oh Gott, der war der schlecht. Entschuldigung. Entschuldigung, da bot sich aber einfach an. Ich mache als Thumbnail ein Bild von einer halbnackten Frau, versprochen. Damit das Fallen des Wortes Möpse in diesem Let's Play auch einen Grund hat. Wo will ich denn jetzt hin? Gott, war der schlecht. Ja, das ist, ich glaube, wenn man auf Energy ist, dann ist das alles so ein bisschen anders hier. Ja, kurz nur zum Beweis. 3 waren das. Die gibt's jetzt eben auch als so, aber das sah eben wirklich nicht so geil aus. Deswegen habe ich das dann gelassen. Ja, 5 Kronenleuchter. Glaub, da kriege ich ein bisschen was für. Vielleicht sogar noch einen mehr. Nee, komm. Zack. Hat sich das mit den Fackeln ja doch noch fast gelohnt. Da gehe ich jetzt erstmal schön in meinen sicheren Keller. Und werde mich erstmal ein bisschen beruhigen davon. Zack. Ist aber auch finster hier. Ach, jetzt habe ich natürlich keine Deckenketten gebaut, ne? Ja, verkackt, aber egal. Ich habe hier schon ein paar hingehängt. Hier ist Licht. Hier ist Licht. Hier ist eigentlich fast unnötig, aber okay. So. Ja, so langsam nimmt's Form an, ne? Da muss noch, da muss noch, da muss noch. Jetzt hängt das hier an einer so einer dämlichen Kette. Ich glaube, ich habe davon noch eine im Lager. In einer Lagerkiste irgendwo. Weil dann wird es nämlich genau aufgehen.
Da kriege ich doch sogar noch so eine Deckenkette raus. Wie gingen denn die noch? Ah, das waren die Zwischenketten. War das so? War mit einem, ne? Genau. So, guck mal, kriege ich sogar noch zwei raus. Silber. Dann mit rein. Kann man auch noch brennen. Gut, dann können die nämlich erstmal wieder weg. Nämlich keinen Platz oder kein Material für einen Kronleuchter. So, bevor die Folge dann wieder ins endlos langweilige und endlos lange abdriftet, 20 Minuten sind rum. Machen wir eben den Kronleuchter hier an die... Habe ich die jetzt mitgenommen? Ja. An die Kette dran und dann sollte es das nämlich auch für heute schon mal wieder gewesen sein. Den machen wir... Hier ist so schön dunkel. Den machen wir hier ran. Zack. So, ja, so langsam nimmt's Form an. Nächstes Mal dann vielleicht mal mit ein bisschen Ausrüstung und dann nochmal runter und mal gucken, ob dieses Viech nicht vielleicht doch irgendwie klein zu kriegen ist. Jetzt hätte ich fast schon wieder angesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Naja gut, ich meine, gesagt, was gemacht wird, habe ich ja. Das flackert hier hinten, das ist echt unglaublich. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschö!